Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben Deutschland schon immer als Einwanderungsland gesehen. Dieser Einsicht können und konnten sich viele in diesem Hause nur mühsam annähern. Und das wurde gerade wieder deutlich bei der Rede von Frau Lindholz. Einige hier bleiben sogar gänzlich im völkisch-nationalistischen Denken verhaftet. Meine Damen und Herren, in Deutschland wurde mit der ersten großen Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zur Jahrtausendwende Rechtsgeschichte geschrieben. Das noch ja wohl aus der Kaiserzeit stammende Blutsrecht wurde durch das Bodenrecht ergänzt. Ein wichtiger Meilenstein, aber auch ein unglaublicher Kraftakt, meine Damen und Herren. Denn diese Reform wurde bereits von einer schlimmen Stimmungsmache begleitet, schmerzvoll für viele Einwanderungsfamilien. So etwas darf sich nicht wiederholen. Und deshalb laden wir die Union ein, an einem zeitgemäßen Staatsangehörigkeitsrecht für ein modernes Einwanderungsland mitzuarbeiten. Erkennen Sie endlich die Lebensrealitäten an, Frau Lindholz. Auch ich habe einen Doppelpass. Ich werde bestimmt nicht von Erdogan beeinflusst. In unserem Land an. Senden Sie mit uns gemeinsam den Menschen in unserem Land die Botschaft, dass wir ihre Lebensleistung würdigen. Meine Damen und Herren, bei uns leben aktuell mehr als 11 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 1,5 Millionen von ihnen haben keinen deutschen Pass, obwohl sie hier geboren sind. Viele von ihnen länger als 5 Jahre. Eine Einbürgerung hält mit der Einwanderung einfach nicht Schritt. Die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Angleichung der Wohn- und Wahlbevölkerung ist ein eklatantes Demokratiedefizit, das wir endlich mit dieser Reform beheben werden. Meine Damen und Herren, die Einbürgerungsquote in Deutschland liegt im EU-Vergleich, Frau Ministerin hat es gesagt, im unteren Drittel. Und auch mit der Verkürzung der Einbürgerungsfristen folgen wir als Einwanderungsland Deutschland einem internationalen Trend. Wer die Voraussetzung erfüllt, sollte auch sich früher einbürgern lassen können. Das stärkt die Bindung zu Deutschland und stärkt auch Deutschland als ein attraktives Einwanderungsland. Und das ist wissenschaftlich längst bewiesen, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es wird deutlich, warum sich die Union dem verweigert, erschließt sich uns einfach nicht. Meine Damen und Herren, wir werden auch die Lebensleistung der sogenannten GastarbeiterInnen und VertragsarbeiterInnen-Generation würdigen, indem wir ihre Einbürgerung erleichtern. Ein längst überfälliger Schritt. Wir Grüne sagen endlich. Ja, das hat sehr viel mit Respekt gegenüber all jenen zu tun, meine Damen und Herren, ohne die unser deutsches Wirtschaftswunder, liebe Kolleginnen der Union, gar nicht möglich gewesen wäre. Und wir werden endlich die Einbürgerung endlich für alle unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit möglich machen. Schon jetzt haben 70% der Eingebürgerten die Einbürgerung unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit. Diese Ungerechtigkeit für die anderen 30% werden wir beheben. Ein wichtiger Meilenstein in der Einbürgerungspolitik. Aber, meine Damen und Herren, Frau Ministerin, wir reden ja erst über einen Entwurf aus Ihrem Haus. Die Beratungen mit den anderen Ressorts und vor allem hier im Deutschen Bundestag haben noch gar nicht begonnen. Darauf wurde hier hingewiesen. Und, meine Damen und Herren, Frau Ministerin, es darf bei Einbürgerungen nicht zu Ungerechtigkeiten kommen. Die Reform darf eben nicht gegen gleichheitsrechtliche Prinzipien verstoßen, zum Beispiel indem sie Alleinerziehende, vor allem Frauen, bei Einbürgerungen überproportional schlechter stellt, Menschen mit Behinderung benachteiligt, Rentnerinnen mit geringer Rente oder Menschen, die unverschuldet arbeitslos geworden sind, die demokratische Teilhabe verwehrt werden. Das finden wir falsch. Dasselbe gilt für StudentInnen und Auszubildende, wenn sie staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, um ihre Bildung und Zukunft zu investieren. Auch diese Menschen leisten sehr viel für unsere Gesellschaft. Also, warum belassen wir es nicht dabei? Wer die Inanspruchnahme von Sozialleistungen nicht zu vertreten hat, kann eingebürgert werden. Das wäre der richtige Weg. Alles andere ist bürokratischer Irrsinn. Meine Damen und Herren, wir alle kennen das Strucksche Gesetz. Erst ab Juli beginnt das eigentliche parlamentarische Verfahren, in dem die Fraktionen zum Zuge kommen. Unser Ziel ist es, aus einem guten ein noch besseres Gesetz zu machen. Ich freue mich, mit Ihnen daran mitzuarbeiten und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.